Hi, ich bin Saki. Von der Firma Amazonas habe ich ja schon so einige Produkte vorgestellt. Hängematten, Tarps, Hängematten-Aufhängungssysteme, Hängematten-Underquilt. Und heute habe ich schon wieder was Neues von der Firma Amazonas, und zwar was richtig Cooles. Ein komplettes Hängematten-Setup inklusive Aufhängungssystem, inklusive Regen- und Windschutz, inklusive Moskitonetz, inklusive Thermomatten-Einschubfach und so weiter. Und das alles mit einem Gewicht von unter einem Kilo. Unglaublich, aber wahr. Legen wir los. Das Set besteht aus drei Einzelprodukten, der Adventure Mosquito Hammock Thermo, dem Adventure Tarp und den Adventure Ropes. Die Hängematte wiegt 455 Gramm inklusive Mückenschutzaufbau. Das Tarp wiegt 419 Gramm inklusive Abspannleinen und Hering. Und das Aufhängungssystem wiegt 95 Gramm inklusive des kleinen Packsäckchens. Alles zusammen 969 Gramm, ein knappes Kilo also. Unglaublich, schauen wir es uns an. Die Adventure Ropes habe ich kürzlich schon einmal mit der Adventure Hammock von Amazonas vorgestellt. Auf der einen Seite ein Tree Strap und auf der anderen Seite angebracht dann eine stufenlos verstellbare Whoopie Sling und ganz unten so ein Aluminium-Haltestift. Hier wird die Hängematte angebracht. Das ganze System hält Belastungen bis 150 Kilo aus. Wie gesagt, ist stufenlos verstellbar und da hat man ein super leichtes, super kleines System, um unterwegs die Hängematte aufzuhängen, ohne auf Baumgurte verzichten zu müssen. Einmal um den Baum herum, dann hier hindurchziehen. Festziehen. Fertig. Dann jetzt zur Hängematte, auch sie schön kompakt und leicht. Man darf nicht vergessen, das hier ist eine Hängematte mit integriertem kompletten Moskitonetz und die Spreitstäbe, um das Moskitonetz schön aufzuspannen, sind auch schon mit dabei. Ich hänge sie mal auf. Die Hängematte hat eine Gesamtlänge von 305 und eine Liegefläche von 275 x 140 cm. Um jetzt das Moskitonetz aufzuspannen, brauche ich diese Leine hier, die mit dem Lieferumfang der Hängematte ist. Sie wird auch um den Baumstamm gelegt. Durch die drei Laschen oben am Moskitonetz geführt. Und dann gespannt. Jetzt die Spreitstäbe, die ebenfalls mit zum Lieferumfang gehören. Einsetzen, zusammenstecken, fertig. Ein Top-Schutz für die nächtlichen Mückenangriffe. Der Einstieg erfolgt durch einen großen seitlichen Doppelreißverschluss. Das kenne ich schon von anderen Amazonas-Hängematten und ist super simpel. Der Hängemattenstoff ist ein ultraleichtes und trotzdem stabiles Ripstop-Nylon mit einer imprägnierten Oberfläche. Belastbarkeit auch hier 150 Kilo. Hier unten findet sich ein Einschubfach für eine Isomatte, wenn die Nächte mal kälter werden. Maximalmaße für eine Isomatte wären 240 x 64 cm. Diese Hängematte lässt wirklich keine Wünsche offen und ich glaube, man kann sie als die leichteste Hängematte der Welt mit ISO-Einschubfach und großem Mückennetz bezeichnen. Sollte das Wetter jetzt mal richtig schlecht werden, also sollte man mit Regen rechnen, dann fehlt jetzt natürlich noch ein Tarp. Und dafür haben wir ja hier das Amazonas Adventure Tarp mit im Set. Und das ist wohl auch eines der leichtesten und kleinsten Hängematten-Tarps. Man kann das noch ordentlich weiter komprimieren, denn man muss ja auch bedenken, hier sind schon wieder sämtliche Spannschnüre und sogar noch die Heringe mit dabei.
Das Tarp ist von seiner Form her sehr gut für die Verwendung mit Hängematten geeignet und das Material ist ein 20D Ripstop Nylon, welches zweifach Silikon beschichtet ist. Der optimale Regenschutz, wenn du gemütlich in deiner Hängematte liegst. Mit allem zusammen kann man dieses Setup wohl als das leichteste Hängezelt der Welt bezeichnen. Wie gesagt, 969 Gramm und da ist wirklich alles mit dabei. Aufhängung, Hängematte, Moskitonetz, Spreitstäbe, Ridgeline, ISO-Einschub, Tarp, Spannlein und Heringe. Und das alles unter einem Kilo. Was will man denn noch mehr? Das gibt eine absolute Empfehlung von mir. Macht's gut!